Dann gebe ich mal wieder meinen Bildschirm frei. Und dann haben wir hier diese wunderbare Aufgabe. Man stelle für diese schöne Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Kapazitäten die Differentialgleichung auf. So, und du hast jetzt hier schon so ein paar Notizen gemacht, Schaltvorgang von 1 auf 2. Ja, rein prinzipiell ist das sowas wie so ein Ausschaltvorgang, weil vorher war ja die Quelle angeschlossen. Und die Quelle hat auch eine Gleichspannung. So, und jetzt hast du dir schon irgendwie so ein paar Sachen überlegt. Na gut, also schauen wir uns das mal an. Ich mache das mal noch ein bisschen größer. Also wenn man sich jetzt überlegt, was hier Schönes passiert ist, erstmal, wenn der Schalter hier oben ist, ja, dann, und wir warten lange genug, dann muss ja irgendwann der komplette Ausgleichsvorgang abgeschlossen sein. Und wenn der Ausgleichsvorgang abgeschlossen ist, jetzt muss ich mal hier das Zoom-Feature nutzen, dass ich hier drüber zeichnen kann, zum Beispiel in blau, dann gilt ja an den Kapazitäten immer I von T ist, sag nochmal. Ja, genau. Also I von C ist C mal DUC von T nach DT. Und wenn die Spannung konstant, also wenn alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, dann ist die Spannung irgendwann konstant. Und wenn die Spannung konstant ist, dann ist der Strom, dann ist die Ableitung 0, dann ist auch der Strom 0. So. Und dann kann man sich überlegen, also dann muss hier hinten auf jeden Fall der Strom 0 sein. Ja, dieser Strom hier muss 0 sein. Ich weiß nicht, schreibe ich jetzt nicht hin, aber hier der Strom ist 0. So. Der Strom hier vorne muss ja aber auch 0 sein, wegen der gleichen Geschichte. So, wenn hier der Strom 0 ist und hier der Strom 0 ist, dann muss der Strom hier natürlich aber auch 0 sein. Wenn der Strom durch den Widerstand 0 ist, dann muss auch die Spannung über den Widerstand 0 sein. Ja, und die Spannung über dem Widerstand muss auch 0 sein. Also das Einzige, wo wir vorher eine Spannung haben können, ist über diesen Kondensator hier. Ja, vorher, also wenn der Schalter hier oben ist, muss die gesamte Quellspannung muss über diesem einen Kondensator C1 hier abfallen. Ja, das ist schon mal die eine Anfangsbedingung, dass UC2, dass die Spannung hier hinten an dem Kondensator zum Zeitpunkt T gleich 0 muss die 0 sein. Nichts fällt auch, also über UC2 ab, weil wir ein sozusagen einen Kurzschluss haben, wenn R2 kein, also naja, ob das jetzt hier ein Kurzschluss ist, also sagen wir mal so, warte mal, da muss ich jetzt mal kurz einen Moment drüber nachdenken über die Frage. Also wir haben auf jeden Fall gesagt, zum Anfang, ich mach mal jetzt hier mit diesem Grün, das haben wir noch nicht als Farbe, ich mach mal hier diese Anfangsbedingung, um die soll es jetzt gehen, ja? So. Und wie ich jetzt gesagt habe, wenn die Spannung konstant ist, dann ist der Strom gleich 0, weil die Ableitung von einer Konstante ist 0. Und das heißt, dieser Strom ist eben 0. Das heißt, dieser Strom ist auch 0. Wenn die beiden Ströme 0 sind, muss der Strom auch 0 sein. Das heißt, diese Spannung hier, die ist auch 0. Die Spannung hier ist auch 0. Und das heißt, die Quellspannung, die muss ja irgendwo hin, wenn die hier nicht ist und da nicht ist, muss die hier hingehen. Also die Quellspannung ist dann auf einmal hier, über diesem Widerstand. So, und hier hinten ist die Spannung natürlich auch 0. Und jetzt haben wir so ein Element, ja, wo da ist Strom und Spannung 0. Also das ist... Aber warum ist es 0 auf UC2 und nicht auch über UC1? Weil irgendwo muss ja die Quellspannung hingehen. Also wenn ich jetzt hier einen Maschensatz aufschreibe für diese Masche, ja, muss ja irgendwo die Spannung hin. Ich kann ja nicht hier vorne irgendwie 9 Volt haben und hier hinten 0, 0 und 0. Ja, und hier hinten, also über dieser Kapazität kann ich ja eine Spannung haben, die ist dann auch konstant, die ist eben nur nicht 0. Ja, die ist konstant UQ. UQ ist eine Konstante, liefert eine Gleichspannung. Ja, also hier an der Kapazität hier gilt eben I1 von T ist
C mal D, ja, UQ nach dt. Und die Spannung ist konstant und deswegen ist die Ableitung von dieser Konstante eben 0. Aber warum ist es nicht halbiert, also verteilt zwischen C2 und C1, meine ich? Weil im Prinzip dieser Widerstand, dieser Kondensator, wenn ich jetzt, also sagen wir mal so, die wären jetzt leer. Die sind beide leer. Und ich würde die jetzt aufladen, ich würde die an die Quelle anschließen. Dann würden die sich tatsächlich beide natürlich irgendwie aufladen, aber der Strom, der den auflädt hier, der kommt ja durch die Kapazität hier. Und der Kondensator, der kann auch die ganze Zeit durch diesen Widerstand entladen werden, weil diese Kapazität hat einen Reihenwiderstand, diese Kapazität hat einen Parallelwiderstand. Und deshalb wird der Kondensator praktisch die ganze Zeit auch von dem Widerstand entladen. Also die Quelle versucht das aufzuladen, ja, aber nebenbei, das ist so ein bisschen wie, ne, hier haben wir jetzt irgendwie einen Wassereimer und hier haben wir auch einen Wassereimer und, und wir haben einen Wasserhahn und das Wasser läuft sozusagen in den einen Eimer rein und dann läuft das von dem einen Eimer in den nächsten Eimer rein, aber der nächste Eimer hat ein Loch. Ja? Und deshalb läuft das aus dem zweiten, also da läuft zwar Wasser rein, aber wenn ich irgendwann den Hahn zumache, der erste Eimer bleibt voll, aber der zweite Eimer läuft irgendwann wieder leer, weil der zweite Eimer ein Loch hat. So kann man sich das im Prinzip vorstellen. Ja, so. Und deshalb diese erste Anfangsbedingung hier jetzt wäre, das ist 0. Ja, die Spannung hier hinten ist 0. So. Und die zweite Anfangsbedingung, wenn wir jetzt schon mal bei den Anfangsbedingungen bleiben, die steckt ja so ein bisschen hier in dieser Gleichung drin. Ich schreibe mal bei der Gleichung hier nochmal hin. Also hier würde jetzt ja DU2 stehen, ja, und hier wäre IC2 stehen. Ja, so. Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir suchen. DUC2 von T nach DT. Das ist hier diese Anfangsbedingung gesucht. Das kriege ich aus der Gleichung. Also kann ich mir das schon mal überlegen. DUC2 von T nach dt wäre das IC2 von t durch c, durch die Kapazität. So. Und jetzt ist ja die Anfangsbedingung, ich lege diesen Schalter um. Ja? So. Was ist denn jetzt? Dann ist dieser Kondensator, der war ja auf die Quellspannung UQ aufgeladen. Und der wirkt jetzt wie eine Quelle und will dann einen Strom, jetzt nehme ich mal für diese zweite Anfangsbedingung oder zweite Farbe hier für das hier. Ja, das ist jetzt hier die Formel, die wir jetzt hier irgendwie hinschreiben. So, jetzt wirkt das wie eine Quelle hier und schiebt einen Strom in diese Richtung. Und er fließt dann durch diesen Widerstand. Jetzt ist ja der Schalter hier schon unten angeschlossen, fließt hier lang. So, kommt hier hin. Und jetzt kann der Strom sich entscheiden, will der Strom über den Widerstand fließen oder will der Strom lieber über die Kapazität fließen? Und die Kapazität wirkt im Schaltmoment. Und das ist vielleicht, wo du gesagt hast, da kommt jetzt der Kurzschluss her. Du hast was vom Kurzschluss erzählt, richtig? Genau. Ja, und ich meine, im Schaltmoment ist jetzt so, jetzt können wir wieder auf diese Formel hier gucken. Also die Spannung an der Kapazität, die darf nicht springen. Wenn die Spannung sich sprunghaft ändern würde, würde ein unendlich hoher Strom fließen. Das ist nicht physikalisch. Also für einen kurzen Moment muss die Spannung null bleiben. Trotzdem kann ein beliebig großer Strom durch die Kapazität fließen. Der Strom darf springen, die Spannung darf nicht springen. Also ich kann einen beliebigen Strom haben, aber die Spannung muss null bleiben. Und Spannung null beliebiger Strom heißt, ich habe einen Kurzschluss. Ja? So, und deshalb wird dieser Strom, der von hier kommt, der wird jetzt eben nicht hier hochfließen, sondern der wird durch die Kapazität fließen und durch die Kapazität fließen und hier oben zurückfließen und wird sozusagen in diesem Kreis hier fließen. Das ist das, was der Strom macht. So, und
um den Strom geht es jetzt hier. Das ist genau dieser Strom IC2. Naja, und hier haben wir einen Kurzschluss. Hier haben wir diese Kapazität, die wie eine Quelle wirkt. Und wir haben den Widerstand. Also ist der Strom einfach Spannung durch den Widerstand, einfach ohmsches Gesetz. So, also steht hier UQ durch R und C und das ist ja C2. So, und jetzt muss man noch ein bisschen auf das Vorzeichen gucken. Die Spannung hier zeigt ja nach unten. Der Strom, den wir eigentlich zeigen, der zeigt auch nach unten. Der Strom zeigt hier in die entgegengesetzte Richtung, also muss hier noch ein Minus in diese Gleichung mit rein. Ja, so, aber ansonsten passt das UQ durch R1 und C2. Das ist das DUC von T nach DT oder das ist genau diese Anfangsbedingung hier, die jetzt hier steht. Aus dem sich überlegen, was jetzt diese Schaltung da macht. Und also jetzt haben wir natürlich noch keine Differentialgleichung aufgestellt. Das machen wir jetzt gleich noch oder gucken wir uns jetzt mal an, was da schon passiert ist. Aber wir haben uns über die Anfangsbedingungen Gedanken gemacht. Klingt das bis dahin soweit? Soweit logisch? Ich meine, was ich jetzt immer vielleicht nochmal machen würde, ist, wenn man hier sowas ausgerechnet hat, zum Beispiel mir über Einheiten Gedanken machen. Ja, also einfach so einen Plausibilitätscheck machen, kann das von den Einheiten her stimmen. Und schauen wir mal hier vorne. Also wenn wir jetzt einheitentechnisch über das nachdenken, ich mache mal hier so Punkt, Punkt, Punkt. Ja, jetzt gucken wir uns die Einheiten von dem an. Hier steht Spannung abgeleitet nach der Zeit. Spannung hat was für eine Einheit? Hat Volt. So, und Zeit hat Sekunden. Also haben wir Volt pro Sekunde. So, dann können wir mal gucken, hier haben wir einen Strom, der hat Ampere und hier unten haben wir eine Kapazität. Genau, die hat Farad und Farad sind sozusagen, also so wie du schon gesagt hast, Ohm pro Sekunde jetzt in dem Fall. Ja, oder Sekunde durch Ohm und Ohm sind Volt pro Ampere und dann kürzt sich die Ampere weg und dann bleibt da auch Volt pro Sekunde rüber. Das passt schon mal. So, und hier hinten steht eine Spannung. Der Widerstand hat Ohm. Die Kapazität hatten wir auch gerade, ist Sekunde durch Ohm. Da kürzt sich auch Ohm gegen Ohm, bleibt auch Volt durch Sekunde über. Das passt. Ja, oder ich hätte auch im Kopf, dass das kennt man ja von Differentialgleichung R mal C, das ist die Zeitkonstante, das ist Tau. Ja, das hat die Einheit einer Zeit. Also steht hier auch Volt durch Sekunde. So wie hier vorne Volt durch Sekunde steht. Ja, das sozusagen passt. So, das ist schon mal die Anfangsbedingung in dieser Schaltung. Eine kleine Zusammenfassung sozusagen. Es ist so, dass wenn S vor, also T kleiner gleich 0 war, war es so, dass C1 die komplette Quellspannung hat. Ja. Und C2 hat 0, weil es immer noch auf entladen auf R2. Das war also. Genau, weil also diese Kapazität hier, die entlädt sich eben die ganze Zeit über den Widerstand R2. Okay. Ja, also wir können das jetzt mal schnell, um mal das zu machen, um das mal zu nachzuvollziehen. Wir machen jetzt mal LTSpice auf. Das finde ich immer nicht über meine Suche. Das ist hier nur versteckt auf dem Desktop. Da ist LTSpice. So, da ist die Aufgabe. Jetzt mache ich das mal hier hin und das LTSpice auch ein bisschen was kleiner, dass ich das hier so nebeneinander hinbekomme. Und jetzt muss ich mal natürlich in Zoom hier die Overlays wegmachen.
und eine neue Schaltung anfangen und finde hier oben den Widerstand, drehe den jetzt mal um 270 Grad und nochmal um 90 Grad, dass der Strom jeweils nach rechts und nach unten zeigt. Und dann finde ich hier auch die Kapazität, die drehe ich mit Steuerung R auch dreimal im Kreis und brauche noch die zweite hier dazu. Und jetzt müsste der Strom, wenn ich den nachher gleich plotte, jeweils nach rechts und nach unten zeigen. So, jetzt verbinden wir das alles mal und bauen unten gleich noch einen Masseknoten dran. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Quelle, die uns das Ganze anschaltet. Da muss ich mir hier noch ein bisschen Platz lassen. Die finde ich auch bei Component und die nennt sich Voltage. So, und die bauen wir jetzt hier auch an. So, und jetzt haben wir keine Werte gegeben, aber wir machen mal einfach 1 Ohm und 1 Ohm, da können wir nicht viel bei verkehrt machen und nehmen mal hier irgendwie ein Millifarad und ein Millifarad. Und dann sagt uns unsere Rechnung, die wir vorher schon gemacht haben, R mal C, Zeitkonstante sollte eben auch eine Millisekunde sein. Wenn wir jetzt ein paar Millisekunden simulieren, sollte da irgendwie was passen, was passieren. So, und die Spannung setzen wir mal auf 9 Volt zum Beispiel, wäre so eine klassische 9 Volt Batterie. Jetzt brauchen wir noch diesen Masseknoten. Den packe ich hier unten dran und verbinde den. So, und dann müssen wir beim Simulieren sagen, wir simulieren zum Beispiel mal 10 Millisekunden und wir wollen die Arbeitspunktberechnung nicht haben. Also die Spice soll sich nicht überlegen, wie wäre das da schon im eingesprungenen Zustand, sondern wir wollen ja den eingesprungenen, wir wollen ja den Einschaltvorgang ausrechnen. So. Also machen wir das mal. Jetzt kommt ein Diagramm raus und jetzt gucke ich mir mal die Spannung hier an über dem UC2. Ne? So, und dann sieht man, die geht eben hoch und dann geht die auch wieder runter. Das ist über C2. Über C2. Ja? So, und wenn ich jetzt das Potenzial mir an diesem Knoten hier angucke, ja, an dem C1, dann sieht man, wie das eben auf die 9 Volt hochgeht. Ja? Und zwischendurch, wie ich sage, also das ist wie so ein Wassereimer. Hier habe ich einen Wasserhahn mit einem sozusagen ein bisschen Widerstand in dem Schlauch. Ja? Da läuft Wasser in den ersten Eimer und im Prinzip, wenn der erste Eimer voll ist, ist jetzt eine schlechte Analogie, aber ja, wenn der erste Eimer voll ist, dann läuft sozusagen Wasser in den zweiten Eimer. Und der zweite Eimer hat aber ein Loch. Ja, so. Und solange hier irgendwie noch Wasser läuft, läuft da Wasser rein und das läuft zwar langsam wieder raus, aber ist nicht so schlimm, dann läuft trotzdem erstmal Wasser rein. Aber irgendwann ist der obere Eimer eben so voll, dass da kein Wasser mehr rausläuft und der zweite Eimer läuft eben trotzdem die ganze Zeit leer. Ja, und deshalb auf Dauer starten wir hier mit Null. Und das ist okay. Also Sie reden auch, bleiben auch nur, wenn der Schaltvorgang jetzt passiert ist, ne? Genau, das ist jetzt das Einschalten, genau. Ja, so, und ich meine, jetzt, weiß ich nicht, jetzt können wir speichere ich das mal irgendwie als, da ist jetzt hingespeichert. Er hat das gespeichert. So, machen wir mal Save as, weiß nicht, Schaltvorgang. So. Nochmal simulieren, da ist der Schaltvorgang und wenn ich das jetzt nochmal speichere und sage ausschalten, so, na, also das wäre jetzt, das was wir uns jetzt angeschaut haben, ist der Schalter war so in so einer Mittelstellung, ja, und wir haben ihn jetzt eingeschaltet. Und jetzt ist natürlich hier dieser Kondensator, sehen wir, der ist irgendwann auf die 9 Volt aufgeladen. Ja, so. Und jetzt will ich das Ausschalten simulieren. Wenn ich das Ausschalten habe, dann ist natürlich diese Quelle weg. Also lösche ich jetzt hier die Quelle weg und baue hier einfach einen Kurzschluss hin, da wo vorher die Quelle war. So, und jetzt brauche ich natürlich trotzdem irgendwie eine Anfangsbedingung. Und die Anfangsbedingung war ja vorher, dass dieser Kondensator hier auf 9 Volt aufgeladen war. Und
Das kriege ich hin, indem ich da hinschreibe, IC ist gleich 9, IC ist die Initial Condition, ist die Anfangsbedingung. So, und wenn wir jetzt wieder simulieren, jetzt müssen wir gucken, was wir hier oben überhaupt sehen. Jetzt habe ich ja hier die Knotennummerierung ein bisschen geändert. Jetzt, wenn wir uns wieder die Spannung hier über dem Kondensator C2 anschauen, ja, dann sieht man, die startet eben mit einem gewissen Anstieg und wird negativ. Das hatten wir auch eben gesagt in unserem Bildchen, dass der Spannungsanstieg negativ war, ne, wegen dieser umgedrehten Stromrichtung. Und naja, wenn ich lange genug warte, irgendwann wird die Spannung eben null. Ja, weil irgendwann ist das Ding ja entladen. So. Aber genau wie es beim, ja, genau wie es beim Aufladen, also es ist jetzt auch wieder so, ne, hier habe ich jetzt Wasser in dem Eimer drin, den habe ich vorher über die Quelle aufgeladen. Jetzt kippe ich sozusagen das Wasser aus, oder ne, das Wasser aus dem Eimer fließt jetzt durch einen dünnen Schlauch in den zweiten Eimer rein. Und am Anfang fließt viel und am Ende fließt immer weniger. Und das heißt, am Anfang wird der Eimer erstmal voll, aber der hat eben Loch und läuft die ganze Zeit leer. Ja, und deshalb, also ich kriege da Wasser rein in den Eimer, aber irgendwann gewinnt dann doch das Loch und der Eimer läuft wieder leer. So, und wenn man jetzt sich das überlegt, was wir jetzt da Schönes produziert hatten, jetzt muss ich mal gucken, ob ich auf die Schnelle mit einem Explorer Fensterchen und in den Dokumenten und in Zoom, so viele Zoom-Meetings habe ich hier schon gemacht, so hier jetzt den Screenshot finde, ja, dann hat man gesagt, die Anfangsbedingung hier soll sein UQ minus UQ durch R1 mal C2. So, UQ ist 9 Volt, R1 ist 1 Ohm, C1 ist 1 Millifarad. Also steht hier unten sowas wie 1 Milli und 9 durch 1 Milli macht 1 durch Milli, 1 durch ein Tausendstel ist 1000. Also es kommt da 9000 raus. Ja, für dieses DUC nach DT, so oder andersrum. Warte mal, was lässt sich denn, ja, im Prinzip, also um die Spannung sollte um 9000 Volt pro Sekunde ansteigen. Das ist jetzt das, was ich damit sagen will. Ja? Oder um 9 Volt in einer Millisekunde. Ja? Das ist unsere Anfangsbedingung. Also die Anfangsbedingung, die wir uns vorher überlegt haben, die Spannung startet mit 0. Ja, siehe da, macht sie. Warte mal, ich muss mal den Screenshot hier ein bisschen kleiner machen. So. Und mal das Fensterchen hier zumachen. So, dann kann ich den Screenshot ja auch hier rüberziehen. So, also das, was wir uns hier überlegt haben, ist, die Spannung startet mit 0, macht sie, und die Spannungsänderungsgeschwindigkeit am Anfang sind, wie gesagt, 9 Volt pro Millisekunde, und zwar negativ. So, und jetzt können wir gucken, also hier, ich das war jetzt genau falsch, weil ich nicht in dem Fensterchen war. So, ich skaliere jetzt mal die Achse so um, dass die bis zu minus 9 geht. Ja, und hier wäre eine Millisekunde. Kriege ich hier bestimmt auch irgendwie hin. Tick. Tick ist eine Millisekunde, zeigt mir trotzdem nicht an. So, wenn ich jetzt in meinen Zoom reingehe und sage, ich will hier zeichnen, ich will eine Linie zeichnen, ich will sozusagen diese Asymptote zeichnen, dann sieht man, dass das genau passt. Ja, also dieser Spannungsanstieg, den wir sehen, den wir gerade ausgerechnet haben in dem XNView, in dem Screenshot, den ich gerade offen hatte. Gucken, ob er das jetzt wieder richtig aufmacht. Zuletzt geöffnete Dateien, Screenshot, genau. Ja. Also das, was wir jetzt hier gerade hatten, minus UQ durch die 9 Volt pro Millisekunde. Das hier sind genau 9 Volt pro Millisekunde. Das passt ganz genau. Und der Strom in diesem Fall ist gleich UQ durch R1, weil die ganze Welle von C1 über R1 abhängt. Genau, und ich meine, der Strom,
Den können wir uns jetzt auch angucken. Das wäre das hier. Der startet eben mit diesem, also nur der startet mit 0, weil irgendwie bei 0 unsere Simulation startet, aber dann springt er auf diesen Wert. Und der Strom hier, jetzt müssten wir hier mal einen Cursor draufpacken und den sozusagen zum Anfang bewegen. So, dann sieht man, dass der Strom mit minus 9 Ampere startet, was ja auch total sinnvoll ist, weil das hat man ja gesagt, der Strom wäre UQ durch R1. 9 Volt durch 1 Ohm macht 9 Ampere. Ja, passt genau zu dem, was wir da jetzt so haben. So. Ja, so kann man sich das in dieser Schaltung vorstellen. So, jetzt suche ich mal hier das und mache mal das vielleicht wieder ein bisschen größer. So, und jetzt gucken wir mal. Also, wir haben Ausschaltvorgang. Ja, der Kondensator, also zumindest im Schaltmoment wirkt er wie ein Kurzschluss. Kondensatoren wirken im Schaltmoment wie ein Kurzschluss und die Quelle ist eine Gleichspannung. So, jetzt können wir so einen Maschensatz aufschreiben und sagen, R1 plus die Spannung über R1 plus UC1 plus UC2 muss 0 sein. Das passt. Und wir können einen Knotensatz aufschreiben und sagen, der Strom I1 ist so groß wie IA2 plus IC2, passt auch. So. Dann können wir Strom-Spannungsbeziehungen einsetzen. Das Ohmsche Gesetz, I ist C mal die U nach dt. Und das jeweils hier und dort einsetzen. Und dann kommt raus UR2 durch R2 und UC2 nach dt. Genau. So, und das ist I1. Und jetzt könnte man ja hier unten schon sagen, die Spannung. Also das ist ja auch UC2 hier, richtig? Hier hinten an der Stelle, weil wir ja hier mit Ihnen. Also hier steckt jetzt schon mal die gleiche Spannung drin. Wir haben Spannung und Strom. So, und jetzt haben wir aber immer noch eine Gleichung mit zwei Unbekannten, weil dieser Strom I1 da noch drin steckt. So, und jetzt ist deine nächste Idee, den Maschensatz einmal abzuleiten, sodass hier U ist R mal I, dann mit dI nach dT, U Punkt ist I1 durch C1 und hier steht UC DUC2 nach dT, ja. So, jetzt können wir gucken, also das hatten wir ja schon mal irgendwie. Das ist ja unsere Unbekannte, genau, und jetzt können wir den Knotensatz nehmen und können ihn hier einsetzen und können ihn hier einsetzen. Ja? So, und dann kommt da genau die gesuchte Differentialgleichung raus, würde ich jetzt sagen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir jetzt hier alles richtig beachtet haben. Also hier steht R1. Also ich hätte jetzt mir vielleicht noch so einen Zwischenschritt aufgeschrieben. Kann ich ja mal noch jetzt hier kurz machen. Weil wir ja hier das DI1 nach dT einsetzen, ne? Also wenn ich jetzt einfach mal sage, DI1 von T nach dT, dann wäre das eben A1 durch R2 mal DUC2 von T nach dT plus C mal D. Zweite Ableitung UC2 von T zweimal abgeleitet nach T. So, und das setzen wir jetzt natürlich hier ein. So, dann steht da R1 durch R2 mal die erste Ableitung plus R1 mal, das ist ja hier ein C2, so wie es hier auch C2 ist, mal die zweite Ableitung. Ganz genau. So, dann hätten wir noch 1 durch C1 R2 mal, halt, nee, jetzt setzen wir das hier ein, UC2, R1, C2, genau das hier plus. Das ist ja ein C2. C2 durch C1 mal die erste Ableitung und noch plus einmal die Ableitung hinten. Ja, würde ich sagen, passt alles ganz genau so. Also genauso würde ich auch die Differentialgleichung aufstellen. Und jetzt haben wir eben aus diesem,
x-Gleichung mit x Unbekannten, eine Differentialgleichung gemacht mit einer Unbekannten, nämlich der Spannung dUc2, so wie das auch in der Aufgabenstellung gefordert war. Ja, ich scroll gleich nochmal runter. Aber wir haben jetzt für uc2 eine Differentialgleichung aufgestellt. Und d1 nach dt, woher kommt es noch einmal? Das jetzt hier? Genau. Ich habe jetzt einfach die Gleichung genommen und einfach nochmal abgeleitet. Ja, okay. Ja, ja. Weil wir das ja hier unten einsetzen. Oh je, okay. Ja? Also ich hab jetzt das, was du hier irgendwie schon im Kopf gemacht hast, oder ich habe mir jetzt hier nochmal einen Zwischenschritt einfach aufgeschrieben. Okay. Ja? So, und ich scroll mal kurz runter, was jetzt hier noch so Schönes kommt. Jetzt kommt die Anfangsbedingung, genau, aber ich meine, die steht ja auch schon da. So, ja. So. Und die haben wir uns ja oben auch schon überlegt. So, und was ich jetzt vielleicht noch eben so. Das war die ganze Annahme, die wir machen. Die Annahme, wo die Exponentialform der. Ja, die soll jetzt ja nicht gelöst werden, diese Differentialgleichung. Es ging jetzt nur darum, die aufzustellen. Okay. Ja, weil die ja jetzt relativ kompliziert ist, weil das ja schon eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist. Ja, hier steckt ja die Funktion an sich drin, hier an dieser Stelle. Hier ist die Funktion an sich, hier ist die erste Ableitung der Funktion. Wir könnten jetzt das hier hinten auch noch zusammenfassen, ja, und könnten, ich kommentiere das hier nochmal so ein bisschen drüber, wir könnten jetzt das hier auch noch wegstreichen, ja, und diesen Teil, und könnten den noch hier mit reinschreiben, nochmal plus R1 durch R2. Okay. Ja? Ja. So, und ja, wenn wir das wirklich lösen möchten, dann würde es eine Produktregel auch haben. Ja, naja, Produktregel nicht mal wirklich. Es ist einfach eine Differentialgleichung zweiter Ordnung dann. Ich habe die Funktion an sich, ich habe die erste Ableitung, ich habe die zweite Ableitung. Ah, ja. Ja? Ja. Und jetzt würde man, also wenn man das lösen wollen würde, nur mal um es jetzt irgendwie so kurz zu diskutieren, ich meine, jetzt würde ich eben sagen, was steckt denn hier drin? Hier steckt wieder drin die Funktion an sich. Plus minus die erste Ableitung, plus minus die zweite Ableitung der Funktion muss irgendwie 0 ergeben. Also muss die Funktion so ähnlich sein wie die erste Ableitung, so ähnlich sein wie die zweite Ableitung. Also kann ich wieder als Ansatz wählen, meine Spannung UC von T ist irgendwie ein K mal E hoch Lambda T. Ja, so. Und habe ich ja schon häufig genug diskutiert. Das Lambda brauche ich für die Einheit, damit das hier oben einheitenlos wird. Das K brauchen wir für die Einheit der Spannung. Ich habe eine kleine Frage. Ja. Manchmal ist es gesucht, dass wir nicht stehen und dann diese kleinen G oder irgendwelche andere Variablen, nicht Lambda, würde gesucht. Da, so ein Tau. Genau, Tau. Ja. Ja, aber das ist einfach nur eine Schreibweise. Also Lambda ist das gleiche wie minus 1 durch Tau. Okay. Ja, ist einfach nur, also das, wie ich sage, also eigentlich würde ich ja anfangen und sagen, ich mache mal das da oben nochmal weg auch, dass ich es hier unten wegbekomme. Na, eigentlich würde ich ja anfangen und sagen, ich brauche eine E-Funktion, die von der Zeit abhängt, um diese Differentialgleichung zu lösen. Ja, so. Ich kann, die Zeit hat aber die Einheit Sekunde. Ich kann nicht E hoch Sekunde rechnen. Ich brauche hier vor was mir die Einheit der Sekunde kaputt macht. Ja, ich brauche sowas, dass die Einheit von dem Lambda eben 1 durch Sekunde ist, weil die Einheit von der Zeit ist Sekunde, so dass die Einheit von dem Lambda mal Sekunde, Lambda mal T, so dass das eben 1 ist, dass das einheitenlos ist. So, E hoch was einheitenloses ergibt was einheitenloses. Ich möchte ja aber eine Spannung haben. Also muss ich was davor haben, irgendwie einen Faktor, ein K, was die Einheit Volt hat, sodass ich hier Volt hinbekomme. Ja? So, und dann kann man sich eben überlegen, wenn ich diese E-Funktion habe, was macht das Lambda vor dem T? Das Lambda streckt und staucht die Funktion in
x-Richtung. Und das k streckt und staucht die Funktion in y-Richtung. Also mit diesen beiden Faktoren, die davor sind, kann ich die Funktion eben in diese Richtung und in diese Richtung anpassen, sodass die irgendwie zu der Schaltung, zu dem Problem, zu der Lösung passt. So, und wenn ich jetzt diesen Ansatz nehme und eben einmal ableite uc Punkt von t, ja, konstanter Faktor davor geschrieben, e-Funktion abgeleitet bleibt die e-Funktion, aber ich habe eine innere Ableitung, es kommt ein Lambda dazu. Und jetzt brauche ich die ja noch ein zweites Mal abgeleitet, uc Punkt Punkt, ja, weil ich ja hier eine zweite Ableitung nach t habe. Konstanter Faktor, e-Funktion abgeleitet ist die e-Funktion und dann steht da mal Lambda Quadrat. So, und jetzt würde ich ja wieder diese Ansätze, den Ansatz jeweils hier einsetzen in die Gleichung. Genau, und die ist ja schon homogen. Ja. Und dann habe ich wieder diese charakteristische Gleichung, wie die charakteristische Gleichung nach dem Lambda umstellen. Und wenn man jetzt mal hier so scharf drauf schaut, dann stellt man eben fest, ich kriege ja jetzt eine Gleichung, eine quadratische Gleichung, ja, weil ich habe was ohne Lambda, ich habe was mit Lambda und ich habe was mit Lambda Quadrat und dann kriege ich zwei Lösungen für das Lambda. Und also das heißt, der Ansatz ist eine E-Funktion oder sozusagen eine Summe von zwei E-Funktionen, wo verschiedene Lambdas da drin stehen. Ja? Und das im Prinzip kann man das genauso lösen wie vorher, aber das wird einfach sehr länglich und hat sehr wenig mit Elektrotechnik zu tun und eher was mit Mathematik. Deswegen machen wir das im Prinzip nicht in der Elektrotechnikprüfung, sondern ja, also man kriegt das schon hin, wenn man das wollen würde, aber ist jetzt nichts, was jetzt unbedingt Spaß macht und was man jetzt, da kann man auf jeden Fall auch ein paar Blätter bei vollschreiben, wenn man das ernsthaft macht. So. Und deswegen ist in der Aufgabe eben nur gefragt, diese Differentialgleichung aufzustellen, nicht diese Differentialgleichung zu lösen. So, wenn man die jetzt aufgestellt hat und sich nicht so sicher ist, hat man das alles richtig gemacht und wie oder was, dann würde ich so als, wieder als Check machen, als einfach simple Plausibilitätsprüfung, Einheitenprobe. Kann das von den Einheiten her stimmen? So, und dann gucken wir mal. Also gucken wir erstmal hier in die Dinger rein, was hier steht. Ich habe hier C2 durch C1, C durch C. Ergibt was Einheitenloses. Ich rechne da was Einheitenloses dazu, passt. R durch R ist auch einheitenlos, passt schon mal. Ja, so. Dann steht hier hinten du nach dt, das macht als Einheit Volt pro Sekunde. Volt pro Sekunde mal was Einheitenloses, bleibt immer noch Volt pro Sekunde. Also für diesen Teil hier hinten, ich nehme mal hier wieder wilde Farben, hier kriegen wir als Einheit raus Volt pro Sekunde. So, dann können wir hier gucken. R mal C hatten wir schon mal, das ist auch Sekunde. Hier kriegen wir auch raus Volt pro Sekunde. So, dann können wir noch hier vorne gucken. R mal C ergibt als Einheit auch Sekunde. Genau, die Sekunde durch Sekunde zum Quadrat ergibt eine Sekunde unterm Bruchstrich, das ist immer noch ein Volt. Also hier kommt auch raus als Einheit Volt pro Sekunde. So, und Volt pro Sekunde plus Volt pro Sekunde plus Volt pro Sekunde kann ich rechnen, passt alles. Ja, also können wir einheitenmäßig einen Check hintermachen und können auch sagen, das kann auch von den Einheiten her stimmen. Und wenn das von den Einheiten nicht stimmt, wie gesagt, dann müssen schon alle Alarmglocken schrillen, weil dann hat man sich irgendwo zwischendurch irgendwo verrechnet. Also so eine simple Einheitenprobe würde ich im Prinzip immer machen. Ja, und die Idee von diesem Tau, was wir vorhin gerade angesprochen haben, war, naja, manchmal würde man die E-Funktion eben gerne so aufschreiben, dass man sagt, irgendwas k mal e hoch, ja, so dass Zeit und Zeit sich direkt wegkürzen. Ja, hier habe ich ja sozusagen 1 durch Sekunde mal Sekunde, hätte ich direkt Sekunde durch Sekunde. Naja, und dann kann man sich überlegen, ob ich jetzt e hoch minus t durch tau oder e hoch lambda schreibe, macht im Prinzip keinen Unterschied, wenn lambda das gleiche ist wie minus 1 durch tau oder eben tau umgedreht das gleiche ist wie minus 1 durch lambda. Einfach nur eine andere Schreibweise. Ja, okay. Ja.